So Leute, moin und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video hier nochmal bei mir auf dem Kanal. Das ist eine coole Ansicht. Geil. Nochmal ein kleiner Nachtrag vom letzten Video. Ich musste da die ganzen Matten hier rausnehmen, ne? Damit die abtrocknen können. Jetzt könnt ihr nochmal einen Blick riskieren. Warte mal, ich mach mal Licht mit meinem Handy. Oh, dass ihr da seht, hier ist nirgendwo im Fußraum Rost, weil das wollte ich nochmal... Konnte ich ja letztes Mal nicht so richtig zeigen. So, warte mal. So, gucke mal. Jetzt haben wir hier nochmal mit Licht. Ihr seht, alles picobellochen. Wie gesagt, das hier ist komisch, warum er die... Ich glaube, das sind, wie gesagt, Ablauflöcher. Warum er die abgeklebt hat, ich habe keine Ahnung. Bin aber auch gerade zu faul, das abzupulen. Aber es ist alles bloß Sand hier. Da ist nichts, ist kein Rost. Nichts. Das muss ich mal aussaugen. So, das war mir noch wichtig. So, aber warum machen wir jetzt nochmal ein Video? Und zwar, so, warte mal, ich muss das hier mal bei Instagram raussuchen kurz. Und zwar hat mir ein User bei Instagram geschrieben, hat aber anscheinend das hier nicht gehört. Wahrscheinlich ist das auch schon wieder veraltet sein. Also die Nachricht ist schon eine Woche alt, die er mir geschrieben hat. Ich habe es nur durch Zufall gesehen. Wartet mal ganz kurz. Okay, weiter geht's. Wie gesagt, die Nachricht ist eine Woche alt und zwar hat geschrieben: Sei gegrüßt, ich habe gestern ein Video von dir bei YouTube gesehen, da ich nach einer Lösung für mein Problem gesucht habe. Mein Trabi läuft nicht mehr. Meine Frage an dich wäre, ob du dich etwas besser auskennst und ihn reparieren könntest oder jemanden kennst, der ein bisschen mehr Ahnung vom Schrauben hat. Das gute Stück steht in Zehlendorf. Brudi, an der Stelle, wenn du deine Nachricht hier wiedererkennst und das Problem immer noch besteht, wie sagst, sorry, ich habe es nicht gesehen, melde dich nochmal in den Kommentaren. Vielleicht hat ja, also ich habe persönlich jetzt keine Zeit, dir zu helfen. Momentan ist bei mir selber schwierig, aber du kannst ja, wenn die anderen Leute das vielleicht sehen, vielleicht kann dir von denen jemand helfen. Aber ich habe das zum Anlass genommen, weil ich dir jetzt nicht persönlich helfen kann. Vielleicht kann ich dir mit dem Video aber ein bisschen helfen. Und zwar, was kannst du also machen, wenn der Bock nicht läuft, wenn der Motor nicht anspringt? Also an viel kann es nicht liegen. Wichtig ist immer, damit dieser Motor läuft, du benötigst einen Zündfunken und du benötigst Benzin. Damit hast du eigentlich schon 50%, also damit, oder eigentlich hast du schon 100% damit, und Luft, sorry, Luft. Wichtig noch Luft, bevor ich wieder Hate in den Kommentaren kriege. Wenn das alles drei erfüllt ist, muss das Ding in der Theorie laufen. Außer irgendwas anderes ist kaputt, das Ding ist fest oder was weiß ich. Was kannst du jetzt machen, um herauszufinden, woran es liegt? Das Einfachste ist, guck erstmal, ob Benzin ankommt. Dann brauchst du einfach nur am Vergaser. Also erstmal musst du den Grill hier abschrauben, ne? Mit den beiden Schräubchen wieder. Ich habe jetzt keine Lust, das zu tun. Kein Bock, den Trabi zu zerlegen, weil ich muss gleich losfahren. Du hast einen Benzinschlauch am Vergaser sitzen. Guck mal, ich wackel hier mal dran rum. Das ist der hier, bei mir in dem Fall. Kann man das hier so ein bisschen sehen? Guck mal, das ist noch dieser Überlaufschlauch. Und daneben hier ist der Anschluss von dem Benzinschlauch. Den ziehst du einfach ab. Drehst mal den Benzinhahn auf und guckst, ob Benzin im Vergaser ankommt. Wenn Benzin nicht im Vergaser ankommt, wir gehen jetzt mal davon aus, kommt nicht an. Dann musst du gucken, hast du einen Kraftstofffilter? Ist der vielleicht, so wie ich, ist der zugesetzt? Dann ziehst du hier nochmal den Benzin ab. Kommt vor dem Kraftstofffilter Benzin an? Wenn ja, Filter zu, Filter wegmachen, neuer Filter oder neuen Benzinschlauch, erstmal ohne Filter übergangsweise. Dann wieder gucken, kommt Benzin unten an? Kommt Benzin an, ja, dann muss auch in Vergaser laufen, erstmal in der Theorie. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Sollte auch hier kein Benzin ankommen, kann auch sein, dass hier einfach unterm Tank, dass das Ding hier dicht ist. Dass hier irgendwas ist, dass er da nichts mehr rauslässt. Das kann natürlich auch sein. Kann aber auch sein, dass einfach im Tank, gut, kein Benzin, kann auch natürlich der Fall noch sein. Oder aber, wollte ich denn sagen? Habe ich vergessen. Achso, dass im Tank irgendwelche Rostpopel sind, die vielleicht diesen Einlass hier schon rein blockieren. Das kann, wenn der Tank nicht komplett sauber ist, kann das natürlich auch sein. Die Sachen solltest du zuerst überprüfen. Meistens liegt es an der Spritzzufuhr. So, wenn du jetzt geguckt hast, okay, nein, Benzin läuft in Vergaser. Wir gehen mal von aus, Zündfunke ist da, Luft ist auch da, über den Luftfilterkasten hier. Und der springt immer noch nicht an. Dann kannst du eigentlich nur noch den Vergaser rausreißen, dann musst du den ausbauen. Musst du mal bei mir in den Videos gucken. Irgendwo ist ein Video drin. Da habe ich den Vergaserausbau gefilmt bei meinen Kumpels in der Werkstatt. Da kannst du so gucken, hast du so ein bisschen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich habe zwar nicht alles gefilmt, aber vielleicht hilft es dir weiter.
das Ding ausbauen, aufschrauben, durchpusten. Einmal alle Düsen durchpusten an der Stelle dann. Die Düsen rausschrauben, die Hauptdüse einmal durchpusten, gucken, hast du in der Vergaserwanne vielleicht sogar, da habe ich auch in dem Video davor, glaube ich, noch, da habe ich auch meine Vergaserwanne aufgemacht, das ist total verdreckt, da schwamm die Rostbrühe drin. Wenn du das schon siehst, oh je, Rostbrühe, dann hast du ein Problem mit Rost im Tank. Ja, auch so ein Thema, wo du dann vielleicht mal den Tank entweder, du tauschst ihn aus gegen einen anderen, wenn du einen hast, der rostfrei ist, oder du musst den in so einer Lauche da, so einer Jauche, wollte ich sagen. Es gibt so eine Flüssigkeit, damit weichst du den ein, die löst den ganzen Rost, versiegelt den und dann hast du das Problem nicht mehr. Es muss aber über Nacht irgendwie einwirken und dann wird das ausgespült und dann kannst du den wieder einbauen. Genau. So, wie gesagt, ansonsten Vergaser raus, Düsen raus, durchpusten, so wie ich in dem einen Video, alles wieder zusammen, Vergaser rein. Dann müsste in der Theorie laufen. Wenn Benzin ankommt. Dann kannst du nochmal gucken, okay, stimmt der Schwimmerstand, aber selbst dann müsste er eigentlich wenigstens anspringen. Solange du kein Gas gibst oder so. Oder? Muss ich kurz selber mal überlegen. Doch, er müsste eigentlich anspringen. Minimum. Solange die Hauptdüse frei ist, muss er kommen. Muss er. Okay. Was kann es noch sein? Okay, vielleicht dieser bei dem Startvergaser, dass da die Drosselklappe vielleicht klemmt und er dadurch zu wenig Luft kriegt, wenn er kalt ist. Das könnte auch sein. Dazu musst du auch den Vergaser rausreißen und einmal die Drosselklappe wieder gängig machen. Vielleicht ist die bei dir vergammelt oder da hängt irgendwo ein Dreckpopel zwischen, dass sie nicht richtig öffnet, dass wenn du den Choke ziehst, die nicht mit aufgeht und er beim Start nicht genug Luft kriegt, dann springen die ja auch ziemlich schlecht bis gar nicht an. Also meiner geht ohne Choke, glaube ich, fast gar nicht an. Außer der Motor ist warm, dann geht's. Ansonsten orgel ich wie ein Blöder. Ja, was kann es noch sein im Vergaser? Kann auch sein, dass vielleicht eine Düse abgefallen ist irgendwo, dass sie sich durch die Vibration gelöst haben und in der Vergaserwanne die Düse lose rumschwimmt. Dann musst du die wieder festmachen. Hatte ich bei einer Simson mal gehabt. Die Hauptdüse hat sich da raus vibriert. Ja, was kann es noch sein? Ansonsten überprüf mal deinen Luftfilter. Dazu einfach hier die beiden Spangen lösen. Dann kannst du das Heizungsrohr, nenn ich es mal, weil die praktisch dann die Heizungsluft einzieht, kannst du abmachen. Ich muss es mal höher machen, sehe ich gerade. Das hängt, glaube ich, viel zu tief. Egal. Das ab, Luftfilter raus, Luftfilter angucken. Ist der Luftfilter schwarz oder sieht der normal aus? Ist der weiß? Also meiner ist weiß, weil er sauber ist noch, weil er neu ist. Oder ist der halt gerade schwarz und wurde in 50 Jahren noch nicht einmal getauscht? Da kannst du auch da gucken und den mal austauschen. Ja, das tut dem Auto nicht weh, auch wenn es vielleicht nicht der Fehler ist. Aber saubere Luft mag der Motor besser, als wenn er irgendwelche Dreckpopel mit reinzieht in den Verbrennungsraum. Ne? Das möchte man ja auch nicht. Oder der Luftfilter ist halt so zu, dass er gar keine Luft zieht. Und dadurch natürlich die Verbrennungsgemisch auch nicht stimmt. Und er deswegen nicht anspringen kann. Das kann natürlich auch ein Grund sein. Ja? Also da, wie gesagt, musst du auch nochmal schauen. Oder könntest du schauen. Jetzt geht schon die Garagentür zu. Wieder aufmachen hier. So, dann haben wir das. Dann kann es der dritte Grund sein, dein Auto hat keinen Zündfunke. Was kann das sein? Entweder wir fangen mit dem einfachsten Problem wieder an. Die Zündkerzen sind einfach nur im Arsch. Ja. Dazu die rausdrehen, mit einem Zündkerzenschlüssel lose drehen. Wenn du neue hast, bau erstmal neue Zündkerzen ein, komplett. Und guck, ob er dann läuft. Wenn er dann anspringt, dann weißt du, alles klar, Zündkerzen tot. Ist blöd. Ist aber halt so. Dann schmeiße weg und kauf dir neue. Ich glaube, das kostet 3 oder 4 Euro, so eine Zündkerze. Da bricht sich keiner was bei ab. Ja, das sind Preise, die man, da kann man noch mit leben. Hier bleibt federfest, ja. So. Solltest du die neuen Zündkerzen reingedreht haben und das Ding wird immer noch nicht. Kann natürlich sein, dass hier Zündspulen im Arsch sind. Die verabschieden sich auch mal gerne. Sollte man auch immer als Trabantfahrer wenigstens, denke ich mal, eine als Ersatzteil mitführen. Ich habe keine. Ich habe mir noch keine geholt und bei Trabantwelt sind die so scheiße teuer. Ich hoffe immer mal, dass man vielleicht mal irgendwie auf dem Teilemarkt eine billig kriegt. Und kann man ja schnell und einfach hier, glaube ich, auch testen. Ich muss hier die Kabel lösen, an die anschließen und dann Abfahrt. Egal. So. Angenommen, aber jetzt haben wir, glaube ich, von der Reihenfolge sind wir jetzt ein bisschen falsch, weil es fällt mir nämlich noch eine Sache gerade ein. Das kannst du aber auch vorher machen, bevor die Zündspulen du guckst. Du kannst jetzt mal gucken, kommt überhaupt ein Zündfunke an einer Zündkerze. Dazu kannst du einfach dann mit deinem Kerzenschlüssel die Zündkerze komplett rausdrehen.
drehst sie hier in den Kerzenstecker oder steckst sie in den Kerzenstecker wieder rein und hältst das Ganze irgendwo gegen Masse gegen. Du kannst es auch hier gegen den Motorblock hier, Zylinder-Tüdel hier gegenhalten. Und dann musst du natürlich das irgendwie so machen, weil du hast einen zweiten Mann. Also du setzt dich ins Auto rein, betätigst den Anlasser, also versuchst das Auto zu starten. Und derjenige guckt, ob hier an der Zündkerze ein Funke entsteht. Wenn kein Funke ist, entweder Zündkerze kaputt oder Zündspule oder Zündung. Das gleiche machst du mit der anderen Zündkerze logischerweise auch, wenn du jetzt siehst, okay, hier ist zwar ein Funke, aber bei der anderen bitte auch immer gucken, weil vielleicht hat die andere keinen, hatte ich auch schon gehabt, da war auch bei mir eine Zündkerze tot, dann springt der auch kaum an, bis gar nicht. Also es können, du siehst, es können auch ganz einfache Sachen stellenweise sein, was gar nicht viel und schlimm sein muss auf Krampf. Solltest du auch das und das überprüft haben, kann es natürlich auch sein, dass sich deine Zündung verabschiedet hat. Jetzt ist halt die Frage, hast du eine 6-Volt-Zündung oder hast du eine 12-Volt-Zündung? Ich habe, bei mir ist dieser, das sieht man jetzt nicht, dieser Kasten da unten, ich habe die 12 Volt, ich glaube Trabitronic heißt es, erkennt man an diesem Kasten hier, unter anderem, die 12-Volt-Zündung. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich jetzt komplett falsch liege, dass ich da auch nicht groß was einstellen kann. Ich glaube, die wird hier nur angeschlossen und Abfahrt. Und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht, so viel ich weiß. Bei der Simson muss man ja immer noch so einstellen. Ich glaube, hier ist es aber nicht. Wie gesagt, ich bin mir aber nicht sicher. Und kommt hier jemand? Nö. Genau, wenn du die 6-Volt-Zündung hast, die kannst du ja auch haben. Ich weiß jetzt nicht, wie die aussieht. Ich bin einfach dumm. Kann es natürlich auch sein, dass bei dir der Unterbrecherkontakt tot ist oder nachgestellt werden muss, dass dadurch der Zündzeitpunkt nicht stimmt und dadurch der Motor nicht richtig zündet und dadurch das Gemisch- und Verbrennungsverhältnis und das ganze Getüdel da nicht hinhaut. Das kann natürlich auch sein. Musst du auch mal gucken. Also das sind alles so, also das sind jetzt so die Sachen, die mir jetzt spontan zu dem Thema eingefallen sind. Wenn der, kann natürlich auch sein, dass der Anlasser tot ist, also weiß ich nicht, ob dein Anlasser überhaupt dreht, wenn sich da gar nichts tut und der klickt nur rum. Kann auch sein, dass die Batterie leer ist. Dann musst du mal eine neue Batterie oder musst du dir Starthilfe geben lassen. Ja. Oder dein Anlasser ist kaputt. Das kann natürlich auch sein. Die gehen auch gerne mal kaputt. Die haben mal so einen Magnetschalter da drin und dieses Tüdelrad, was da rauskommt und dann in den Motor, in das Zahnrad vom Motor greift. Die nutzen sich gerne ab, dann greift der gar nicht mehr. Auch das ein naja, beliebtes Problem, möchte ich es nicht nennen, aber auch das ein Problem, was mal auftreten kann. Aber ansonsten, was kann es noch sein? Eine gute Lichtmaschine hat jetzt damit erstmal nichts zu tun, wenn der Motor nicht läuft, zumindest nicht. Oder? Muss ich selber mal dumm überlegen. Also, solange du eine volle Batterie erstmal hast, wenn du eine volle Batterie angeschlossen hast, muss das Ding eigentlich erstmal laufen. Ob die Lichtmaschine jetzt kaputt ist oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Das ist erstmal egal. Das siehst du ja in der Ladekontrollleuchte drin, wenn diese orangene Lampe hier. Ich habe jetzt mein Zündschlüssel gerade nicht in der Hand. Du hast hier unten. Da eine orange Lampe, die leuchtet, wenn du die Zündung anmachst zum Beispiel. Wenn der Motor an ist, dann geht die aus. Wenn die Lichtmaschine im Arsch ist und du fährst und die Lampe leuchtet, dann weißt du, oh, deine Lichtmaschine lädt nicht. Das heißt, entweder Keilriemen ist tot, der ist gerissen, oder aber die Lichtmaschine, was gerne kaputt geht, die Regler, dass die Regler nicht mehr funktionieren. Ja, ansonsten fällt mir jetzt erstmal spontan nichts weiter ein, was es noch sein könnte. Zumindest nicht auf die Schnelle. Wie gesagt, wenn dein Motor gar nicht mehr dreht, dann ist er fest. Musst du mal gucken, ob du am Lüfterrad drehen kannst. Dazu musst du aber am besten die Zündkerzen rausmachen, dann kannst du es besser drehen. Das geht jetzt hier zwar auch. Ja, aber dreh die Zündkerzen raus, dann hat er keine Kompression. Und dann kannst du hier am Lüfterrad drehen. Und wenn du das Lüfterrad drehen kannst, dann ist der Motor in Funktion. Genau. So, und ansonsten, das war es eigentlich. Also mir fällt sonst weiter echt nichts ein, was es noch sein könnte. Wenn er nicht, zumindest wenn er nicht anspringt. Ja, ansonsten nochmal für die anderen Leute. Hier ist noch eine Sache, habe ich mir nämlich noch aufgefallen. Ich habe ja im letzten Video erzählt, wir haben Rost an der Schwelle. Ich glaube, das ist gar kein Rost. Und zwar, ich zeige euch auch gleich warum. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich habe nämlich eine Vermutung. Ich muss gleich den Teppich hier wieder reinmachen, weil ich muss gleich, wie gesagt, noch eine Runde losfahren. Aber nehmen wir mal so ein Tüdeltuch hier. Oh, das hat es vollgebracht. Aber gut, das reicht theoretisch schon zum Testen. Und zwar, wo waren die schlimme Seite? Das war die Beifahrerseite, glaube ich. Nehmen wir mal kurz auf die Beifahrerseite. Ein bisschen eng hier, aber das passt schon. Ich glaube nämlich, dass das vom Abkärchern einfach nur so ein bisschen Flugrostblödsinn ist. Komme ich jetzt hier runter? Oh, ich bin alt und tot.
Weil ich konnte ja hier im Radkasten das nämlich auch mit dem Finger wegwischen. Wo es auch aussieht wie Rost. Und wo hatten wir das? Guck mal, hier vorne zum Beispiel. Und ich wische mal mit meinem Tuch hier drüber. Ja, aber wir haben trotzdem ein bisschen Rost, haben wir da, glaube ich. Naja, ein bisschen ist trotzdem, aber man kann es großteils abwischen. Aber sieht man, es ist schon wieder sauber. Ja, und da hinten am Schweller, glaube ich, ist genau einfach die gleiche Chose nur. Das ist einfach nur durch das Abgekercher ein bisschen Flugrost, der sich da gebildet hat. Das werde ich die Tage einfach mal jetzt, wie gesagt, mit diesem Tuch einfach abwischen. Da ist, also es sah im Video richtig schlimm aus. Ich habe es nochmal angeguckt. Ich dachte mir, boah, warum ist der so rostig? Das geht gar nicht. Da war doch vor kurzem noch gar nichts großartig dran. Und jetzt einfach nur Dreck, da ist nichts. Warte ich, ach, da hinten war es noch, genau. Und ach, dieser Boden, ey, dieser keimige. Dann gucken wir noch hier unten. Und ich sage dir, wenn es nicht so porig wäre hier, ja, oder es ist doch Rost. Na okay, wir haben anscheinend doch ein bisschen Rost. Ah, ich dachte, dass man das abwischen kann. Oh, das Tuch ist schon wieder trocken. Wobei es aber ein bisschen abgeht, ne? Ihr seht, es ist schon ein bisschen sauber. Hier die Kante. Die sah auch relativ schlimm aus da im Video, fand ich. Na, guck mal, auch hier. Zack, ich rubbel da ein bisschen drauf rum. Und ihr seht, es sieht schon wieder ein bisschen besser aus, ne? Also das ist irgendwie nur so ein Flugrost hier vom Abkerchern. Das kriegt man bestimmt so noch weggewischt. Ich da mal mit ein bisschen Reinigungsmittel. Guck mal, jetzt geht's fast ab. Oder es ist irgendein Dreck, keine Ahnung. Guck mal, das ist fast weg hier an der Stelle. Also nicht mehr so viel wie eben zumindest. Also hab schon Panik geschoben. Konnte schon nachts wieder nicht ruhig schlafen. Aber ihr seht, es ist nichts Großartiges. Ja, ansonsten werde ich jetzt mal, ich habe ja von meiner Mutter einen Auftrag bekommen und muss mal zum Friedhof meines Opas fahren, wo der liegt, und muss dort die Blumen gießen. Das heißt, ergo, das nächste Video, was dann kommt, wird wieder ein Fahrvideo sein. Das werde ich jetzt nämlich aufnehmen bis dahin. Wir sind die Strecke leider schon gefahren, aber ich habe das so herausgehört, dass ihr in dem anderen Video da auch keine Probleme mit hat, obwohl wir da die Strecke schon gefahren sind. Also anscheinend fand es jetzt niemand mega langweilig. Es wurde trotzdem geschaut, das Video, es wurde also auch keine schlechten Aufrufe. Und ich würde einfach mal sagen, wir schmeißen den Bock gleich, wir reißen den Bock mal an. Und dann jalla Abfahrt. Und dann melde ich mich mal gleich. Dann muss man mal gucken. Ich glaube, wir müssen rückzu, muss ich auch dann filmen. Weil ich glaube, hinzu, also wenn ich jetzt hinzu gut durchkomme, bin ich vielleicht so in 10, 12 Minuten schon da, 15 Minuten maximal. Das heißt, ich werde vielleicht die Rückfahrt auch nochmal filmen. Wenn ich jetzt schlecht durchkomme und das dauert länger, wir haben wieder 20 Minuten oder so, 25 Minuten Videomaterial, denn, keine Ahnung, dann filme ich die Rückfahrt nicht. Ja, dann haben wir halt nur ein Fahrvideo, passt, ansonsten würde ich beieinander klatschen und dann passt es, weil ich fahre ich nur die Frankfurter, die Landsberger Allee fahre ich runter. Stimmt, ich fahre ein bisschen anders jetzt. Aber wobei, doch, ich habe gerade noch was vergessen. Ja, doch, wir könnten auf eine Videolänge kommen. Aber ich, vielleicht mache ich auch dann nur, wie gesagt, die Hinfahrt nur. Ich denke mal, das reicht dann als Video. Ja, gut, ansonsten tüdel ich mal das Auto. Warte mal, die Motorhaube wieder runter. Ach, dass ich das nicht sehe beim Fahren, wäre äußerst blöd. So, dann kann der Rucksack nämlich auch schon rein. Der Ford parkt auch schon da. Also die Teppiche muss ich noch wieder reinschmeißen hier. Das auf jeden Fall ist, eigentlich ist es gut, weil das soll ja dieses Motordröhnen reduzieren, diese Filzmatte hier. Aber es ist der letzte Scheiß, wenn es regnet. Und ihr habt diese braune Oma-Matte noch oben drauf. Das ist totaler Mist, weil dann diese Matte hier nicht trocknen kann. Die ist immer nass darunter. Und deswegen rosten ja auch hier im Fußraum überall die Trabis. Weil du dann mit deinen nassen Schuhen hier einsteigst und fährst und diese pitsche-patsche nasse Matte hier, die wird einfach nicht mehr trocken. Ugh. Also von mir dann der Rad baut das immer aus nach Regenfahrten. Also würde ich ja zumindest sagen. Sieht jetzt richtig rum? Sieht doch komisch aus. Oh, ihr seht gar nichts. Es ist mega dunkel gerade in der Kamera, sehe ich. Ja, aber irgendwie. Aber muss richtig rum sein, wenn ich mir das da die Aussparung angucke. Naja, egal. Oh. So, schmeiß ich die. Okay, total für den Arsch, den muss ich neu kaufen. Guck mal hier, da ist irgendwas rausgeschnitten und dann ist es hier wieder mit Teppichband wieder festgedingelt und das hier ist auch lose und oh, Katastrophe. Muss neu, das Ding auf jeden Fall.
Ich habe die wenigstens mal ausgeschüttelt. Jetzt ist erstmal wieder ein bisschen sauber. Jetzt habe ich diese ganzen keimigen Steine hier nicht mehr drin. Komm rein hier. Komm rein in die gute Stube. Oh, sorry. Muss euch mal. So. Jetzt kommt's. So, dann haben wir hier einmal. Und wir haben hier oben einmal. Und wir haben hier noch eine Male. Oh, das heißt, war die Pedale scheiße. Das ist natürlich richtig schlau wieder gewesen. Aber ihr seht einfach gar nichts, glaube ich. Ich habe gerade die Matte schön über die Pedale gemacht und wundere mich gerade. So, jetzt ist wieder alles drin. Hier muss er noch eng gehangen werden. Zack. Abfahrt. Matte ist wieder drin. Matte ist trocken. Habt ihr über Nacht trocknen lassen? Wenn ihr so eine Garage habt und die Möglichkeit habt, diese Matte aufzuhängen, hängt sie auf oder nimmt die Filzmatte da drunter raus. Es ist sonst. Ihr habt sonst keinen Spaß mit dem Roster am Fußraum. Gut, Leute. Wie gesagt, ich mache jetzt die aller Abfahrt und dann sehen wir uns gleich im Fahrvideo wieder. Bis dahin, tschö mit Ö. Moin Leute, ich nochmal, bevor wir losfahren, nochmal zu dem vorherigen Video. Ich habe nämlich eine Sache vergessen. Du Hase, wenn bei deinem Trabi der nicht läuft, es kann natürlich auch sein, dass der Sicherungskasten hier irgendwas hat. Ne, dass irgendeine Sicherung bei dir tot ist. Die ballern hier auch gerne mal durch. Ne, da musst du gucken, sind die Drähte überall in Ordnung? Sind die vielleicht korrodiert? Haben die keinen richtigen Kontakt mehr? Auch das kann sein, dass das Auto deswegen nicht startet. Ne? Was natürlich auch sein kann, ist an dem Zündschloss irgendwas kaputt. Das ist mir gerade auch noch eingefallen. Meins ist auch nicht mehr ganz in Ordnung. Funktioniert anscheinend gerade noch so auf der letzten Rille, aber ich glaube, das ist auch bald tot. Das kann natürlich auch noch zwei Gründe dafür sein. Das fällt mir gerade noch so auf und ein und auf und ein und ein und auf. Soll ich bloß nochmal sagen, als Nachtrag. Gut, jetzt aber tschüss.